Ja, also insgesamt sind wir heute als Polizei an zwei Stellen im Dannenröder Forst unterwegs. Einmal im südlichen Bereich, wo logistische Arbeiten durchgeführt werden, und hier im nördlichen Bereich des Dannenröder Forstes, wo wir versuchen, Gefahrenquellen schon mal zu identifizieren und dann entsprechend auch zu beseitigen. Jetzt gerade sind wir hier im Camp-Bereich unterwegs. Unsere Kollegen sind dabei, alles, was so am Boden liegt, an Sachen hier zu beseitigen und mitzunehmen und zu schauen, dass wir die Strukturen am Boden, so weit wie es geht, auch jetzt schon hier wegbekommen. Sie sehen hier, im Waldbereich ist es momentan sehr ruhig und das freut uns auch, dass es so ist, und wir hoffen, dass die Lage auch genauso bleibt. Wir hatten allerdings an anderen Stellen schon, dass die Kollegen mit Steinen beworfen wurden oder auch Pyrotechnik in ihre Richtung abgeschossen wurde. Also erstmal hatten wir heute schon diverse Schwierigkeiten, überhaupt hier zu diesem Campbereich vorzudringen. Auf den Wegen haben wir diverse Barrikaden vorgefunden und vor allem auch viele tiefe Erdlöcher. Wir sind gerade mit dem Bagger dort unterwegs, um diese Erdlöcher überhaupt aufzufüllen und dann auch eine Nutzung des Weges zu ermöglichen. Uns ist es wichtig, heute wirklich erstmal Zugangswege freizuschaffen und dann entsprechend auch hier im Waldbereich entsprechende Wege möglich zu machen. Eine Räumung ist momentan nicht vorgesehen, aber wir agieren von Stunde zu Stunde. Wir müssen neu bewerten, wie die Situation ist, und da muss man auch schauen, wie sich das jetzt im Laufe des Tages noch entwickelt. Ja, es ist sehr schwierig, einen Ausblick zu geben. Wir haben natürlich noch viele logistische Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Also es ist erstmal nicht geplant, dass hier wirklich Bäume fallen. Es ist viel an Arbeit rundherum, die zu machen ist. Und dann muss man aber wirklich schauen, was uns erwartet, welchen Widerstand wir auch hier im Wald antreffen und wie wir dann weiter vorgehen können. Osthessen News. Sehen, was bewegt.